Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge gegen Mr. West. Wir spielen Satanic Command World War I und wir schauen mal rein, was so passiert ist. Ja, Pula war letzte Runde eine echte. War schade, dass ich das nicht gekriegt habe. Ein Punkt war noch. Aber die Versorgung müsste jetzt eigentlich auf Null sein. Somit. Ja, schauen wir mal, wie weit er vorgedrungen ist. Ja. Gut, dass der stirbt, das war mir fast klar. So. Ah, okay. Er scoutet da. Okay. Das war dumm von mir letztes Mal. Also echt dumm. Ja, der wird drauf gehen. Ja. Das war eine wirklich schlechte Aktion. Ah, zack. Da ist ein Schiff im Hafen weg. So, da wird alles verstärkt. Ja, okay, Peck wird angegriffen. Ah, wehrt sich aber, der Franzose. Na, das war das U-Boot. Ah. Glück gehabt. Ah, ouch. Und wieder ein Schiff weniger. So. Eine Abteilung. Aha, okay. Okay, da will er jetzt durch. Ah, Verteidigung durch Artillerie, das ist schon mal. Wehrt sich. Na, nee, der schafft's nicht mehr. Da kommen einfach zu viele Truppen. So. Ah, 3 zu 1. So. Ah, da ist noch ein Linienschiff. So, er marschiert auch auf. Hey, Smolensk. Ah, hey, hallo. Ah, shit. Na gut. So. Ja, zwei zu. Ah, zwei Stück, immerhin. Ja, er kann auch mit Artillerie schießen, genauso wie ich. Zwei, drei, vier Schuss. Ah, zwei zu zwei. So, noch sieben muss ich unbedingt. So, ja. Der kriegt auch ein paar Treffer. So, da oben geht's jetzt weiter bei Lüttich. Ja. Ah, 3 zu 2, na, immerhin.
A3. Es wird wieder. Er rückt da wieder nach. Da oben auch. Jetzt kommen sie aus ihren Stellungen. Bei Mosul. Na, schade. So, das heißt, da oben sind jetzt auch wieder welche. Na, die jagen das U-Boot. Ja, tauch mal ab. Das ist eine gute Idee. Na? Ach, den habe ich vergessen. Nein. Ja. Den habe ich aus dem Hafen rausgezogen. So. Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass der Rebell noch so viel kann. Okay. So, also ganze Menge Zeugs verloren. Ein paar Städte sind erobert. Wir sind vor syrischen Aufstand. Ja, wäre ich auch. Da ist ein Chor gesichtet worden und ich krieg noch ein Schlachtschiff dazu. Ja, gute Frage, wohin? Guck mal gleich mal. Moment, ich krieg noch eine russisches U-Boot. Ja, noch eins. Na gut. Das russische U-Boot kann ich noch gut gebrauchen. So. Jetzt ist guter Rat teuer. 1 zu 8. 1 zu 8, das ist natürlich schön. So, da muss man immer überlegen, weil da müssen Truppen rein. Weil sonst wird das hier doch alles ein bisschen knapp, ein bisschen eng. Sagen wir es mal so. Hier zum Beispiel. Ich würde sagen, ich schaue mich mal kurz um und wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ich habe was entdeckt. Ich habe ja gerade wirklich was entdeckt. Also, schaut mal hier, er ist auf Smolensk gezogen. Das ist ja okay. Hier kann ich nicht wirklich viel tun. Aber Orscha und hier, diese Orte sind beide frei. So, das heißt, ich würde hiermit, ziehe ich hier rein, mit ihm, ziehe ich nach hier. So. Die beiden können sie zwar jetzt nicht mehr verschanzen. Ich werde wahrscheinlich die Einheiten hier verlieren. Aber er hat wahrscheinlich einen Versorgungswert hier von, ich weiß nicht, von 3, von 2. Das heißt, die haben maximal eine Versorgung von 5. Ihn ziehe ich mal zurück, werde ihn hier verschanzen. Okay. So. Dann werde ich mal. So, er bleibt dort. Definitiv. So, mal schauen hier. Memel ist auch frei. Das ist wahrscheinlich hier unten auch frei, aber dafür habe ich wahrscheinlich keine Truppen. Dann muss ich mal schauen, ob ich irgendwo noch ein paar Truppen herbesorgt bekomme. So, also. Du kannst nach da, dann. Müsste der noch unter deiner Fittiche sein. So, jetzt wird es natürlich lustig. So. Minsk ist frei. Zack.
Minsk erobert. Jetzt hat der eine Versorgung von 0. So, wenn ich jetzt mal hier in der Offensive starte. So. Wenn das alles so passt. Kaunas hat 0. Gehst du nach da? Hm. Vilnius müsste jetzt auch quasi abgeschnitten sein von jeglicher Versorgung. Da hat er auch nicht mehr viel. So. Das muss ich definitiv sichern und du kommst hier runter. So. Gut. Da habe ich noch einen Chor. Du warst verlegt. Ja. Und zwar nach. So, dahin kann ich nicht verlegen. Hierhin kann ich verlegen nach Libau. So. Das ist mal die russische Offensive. So, du wirst, kann man dich verstärken noch auf 1. So, du bist hier verschanzt mit 3. Das passt. Dich verlege ich jetzt mal nach Petrograd. Okay, das sieht doch gut aus. So. Wie sieht hier die Versorgung aus? 6, 6. So ist er definitiv, ist er hiermit unterstellt. Befehlshaberwert von 6, Befehlshaberwert von 6. Das heißt, die sind da auch unterstellt. Ich bräuchte eigentlich hier noch irgendwo einen hin. So. Kiew bleibt. Du gehst nach. Du verlegst dich mal. Die neue russische Offensive. Vielleicht gibt mir das sogar doch die Moral wieder, die ich brauche. Ich meine, Russland wird nicht mehr weit machen. Aber du gehst entweder nach da oder nach da. Ja, das ist Vilnius. Kriege ich die? Ne, kriege ich bestimmt nicht. Gehst nach hier. Die verlege ich jetzt auch hier oben hin. Und du gehst hier hinter Kiew und du verschanzt dich mal hier hin. So, das heißt, ihr bleibt da, wo ihr seid. Gut, das sieht auch schon mal gut aus. So. Ich verlege ich mal nach da. Und jetzt geht es an diese Front weiter. Hier habe ich nämlich 1 zu 4 und ein 0 zu 4.
komme ich leider nirgends mal hin. Ein 0 zu 5. Das ist schön. So. So, da ist auch frei. So. Nicht da irgendwo in irgendeiner Truppe stehen? Ne, alles weg. Russland ist leer. Ach, da oben. Da war da irgendwo mal noch einer der. Ganz einsam und verlassen hier oben im Nuller-Sektor rumsteht. So. Du bleibst da, wo du bist. Du warst noch mal einen Punkt verstärkt auf Max. Ich brauche dringend noch ein Chor. Nächste Runde. So, jetzt habe ich noch 113 zur Verfügung. Bleibt da, ihr seid da. Gut, ihr seid gut. Du kannst noch mal verstärkt werden. Du gehst nach da. Du kannst da bleiben, du kannst hier verschanzen, wenn du magst. Du kannst dich nicht mehr verschanzen und du auch nicht mehr. Aber die Versorgung hier ist noch auf 8, aber entweder zieht er sich jetzt zurück oder er wird auch quasi nächste Runde so. Das sieht doch auch gut aus von der Seite hier. Gut, jetzt sind wir hier in England. Ja, ich guck mal kurz in Russland nochmal drüber, aber ich denke mal, das ist eine schöne Aktion hier. Ah, da wird da, ich meine Smolensk, jetzt wird Versorgung von, meine ich, von 0 haben. Der sagt mir hier eine Versorgung von 5. Das heißt, er gibt 3 dazu, das heißt, er hat, ja, Versorgung von 5. Abgeschnitten, weil er auf der Hauptstadt mit angeschlossen war. Jetzt werden die auf jeden Fall vielleicht auf 3-2 runter sein. Klar, die werden sich jetzt hier nochmal richtig um sich schießen, aber er kann sie erstmal nicht mehr so verstärken und das ist schon mal. Und hier. Mal ehrlich, er wird eine Nuller haben. Und vielleicht kommen wir ja hier nochmal in die in die Städte von Deutschland rein. Dass man hier auch mal Kriegsziel erobert. So, er kann wahrscheinlich hier hoch wieder, aber soll er doch. So, 0 zu 1. Nehmen wir mal mit. Okay, da ist ein. Du bleibst mal im Hafen. Das ist schon mal gut. So, womit machen wir weiter? Machen wir mal mit Pula weiter. So, Pula. Folgendes. Ich habe mir überlegt, mit ihm anzugreifen. Ein 1 zu 8 ist geworden. Und jetzt habe ich hier ein 0 zu 2. Ja, jawohl. Ein 1 zu 2 ist geworden. Und ich nehme es. Mit ihm ein und vernichtet sein Schiff. Das ist doch schön. So, dann kannst du dort in die Festung.
Das ist nur ein normales Flussfeld. Machen wir eine kleine Frontverkürzung. Du verschanzt dich da. Du verschanzt dich hier auch. So. was mache ich mit dir? Egal. Ich kann dich noch irgendwo nach hier unten schicken. So. Machen wir ein 1 zu 3. Steht in keinem Hafen. So. Habe ich nicht noch irgendwo ein Schiff? Ein Zerstörer? Ein Zweier. Ein Scheiß. Echt nichts mehr da. Alles weg hier. Ah. Nochmal einen Schaden gemacht, das ist schon mal gut. Kommt ja auch in den Hafen und so. Ah, langsam wird's eng hier. Nichts mehr da. Die habe ich letzte Runde vergessen. Ich kann auch einen Schaden. Das ist ja Mist hier. Scheiße. Alle keine Angriffe mehr. Ah, okay, der Zerstörer, der wird auch nicht mehr viel reißen. Aber so, du kommst mal auf den Truppentransporter. Ich fahre dich. Na, ich hätte hier hinfahren sollen. Komm, 1 zu 1. So, schauen wir mal, versorgungsmäßig sind wir da wieder auf 4, 5.
kommst nach da. Moment. Da kann keiner rein. So ein schöner Driss. Der kann auch nicht hin. Der hat eine Versorgung von 7. So, So, das Schlachtschiff guckt mal ganz kurz hier aus dem Hafen raus, ob da was ist. Nein, da ist nichts. Da ist auch nichts. Das heißt, die Artillerie kann auf dem Truppentransporter und in Ruhe schon mal da hochgefahren werden. So, jetzt schauen wir mal uns den hier mal an, den Kameraden. 1:2, 1:2. Griechischer Befehlshaber, kommt mal hier hoch. Dann habe ich auch nächste Runde mal eine bessere Versorgung. 1:2. Eins zu eins. So, der muss jetzt einfach mal gehen. So. Ah, schade, eigentlich hätte er dahin gesollt. Aber das geht jetzt nicht mehr, es ist zu spät. So, serbischer Befehlshaber, Montenegro Befehlshaber ist er. Er ist schon verschanzt, er bleibt da. Ich glaube nicht, dass er hier runterkommt. Und wenn, ja, dann habe ich halt ein Problem. Dann ist es so. Das war gut hier. Ich verstärke ich nochmal. Der Rest muss hier mal. Ja. So, dann mit Italien kaufe ich mir. Moment. Forschung Italien läuft momentan. Infanteriekriegsführung, Infanteriewaffen sind fertig geforscht, müsste man eigentlich nochmal eine Stufe reinsetzen. Überleg gerade, was wichtiger ist. Ja, wenn die auf lange Sicht mitmachen wollen, dann brauche ich das jetzt. So, Geld habe ich dann keine mehr. Kaufen kann ich mir mit Italien dann nichts mehr. Das Korps hätte ich gerne zurückgekauft für 135, aber das geht jetzt nicht. Gut, das war's hierzu. Jetzt. So, der bleibt da, der bleibt da. Hier. Extrem dumm gewesen von mir. Aber so ist es. So, dann wollen wir mal schauen. Da ist nichts los. Dann nehmen wir doch mal den Hafen ein. Ein Zweierhafen. Gut. Das heißt, er hat nächste Runde Versorgung von 2.
Wenn ich ihn hier reinstelle, kann ich nächste Runde ausladen. Komm, 2, 3 Risiko. Du bleibst in Suhe stehen. Ihr haltet einfach mal hier die Stellung. Du kriegst sogar noch ein Update. Du kommst hier in den Hafen. Und du müsstest eigentlich auch mal einen guten Hafen bekommen, weil du brauchst dringend mal eine Reparatur. So, nehmen wir ihn. Gut, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Hier unten. Also, wir wissen, da oben. So. So, geht schon mal nach da oben. Bagdad bringt mir Versorgung von 5. Du hast eine Versorgung auch von 5. 2, 3. So, du gehst schon mal nach da, dann na, die wäre besser, aber er bleibt erstmal so stehen. So, du bist frei noch, das heißt. Dann hole ich mir dich. Und dann war es das hier auch. So, dann müssen wir leider mal hier schauen, was wir hier machen. Aber da überlege ich mir gleich mal was. Bis gleich. Viel schlauer bin ich auch noch nicht. Also, ich werde definitiv hier das Chor setzen und dann mal auf 10 wieder verstärken. So, er hat 6 Schuss. Ich überlege, ob ich Nuance 7 mal wiederhole. Dafür werde ich erstmal hier den Aufklärungsbomber. Oh, 1 zu 1 zu 2. So. Muss verstärkt werden. Und er auch. Wenn ich hier durchtausche, habe ich 10% und 37% Moral, 56%, okay. 98% Moral, ja, ich muss die definitiv durchtauschen. Aber nee, er kommt nicht rein.
Nee, er kommt nur bis dorthin. So, ich versuch's mal. Na, das war kein so gutes Ergebnis. So, machen wir mal ein 2 zu 2. Na, ein 2 zu 3, okay. Dann kommt er hier raus. Den schieben wir rein. So, ein 2 zu 3. Auch ein 2 zu 3. Na, ein 2 zu 1. Na, das ist okay. Ein 2 zu 2. So. Du kannst hierhin gehen, falls du drauf gehst. Du musst dann reinziehen. Komm, tauschen. Ach, shit. Okay. Wir tauschen dich nochmal aus und dann. Ich keinen, der reingehen kann. Okay, aber das ist auch in Ordnung. So, die wird mal repariert. Habe ich zwei Schuss für ihn theoretisch. Er hat eine Verschanzung von 3. Mein 4 zu 0 mache ich hier. Das ist krass. So. Kann ich verstärken? Den auch, ihn auch. Ein bisschen die Bereitschaft, Moral runterziehen. Oh, er hat 101%, das ist natürlich bitter. Ich bin bei 69% mit Frankreich. So, du gehst einfach mal hier in die Ostsee. Vielleicht kann man ja doch ein bisschen mit dem zweiten U-Boot und sowas noch mal ein bisschen nochmal irgendeinen Zerstörer jagen. So, du wirst verlegt. Ich überlege, ob ich dich dann auch noch hier unten mit verlege. Irgendwie nach hier, damit man hier nochmal ein bisschen, aber das alles Gebirge. Kann ich mir nächste Runde überlegen, ob ich ihn hier irgendwie hinziehe oder hier unten nach Ägypten ziehe. Meine. Muss ich ja auch irgendwie klarkommen. Tabuk ist halt gut, weil der, wenn hier die Eisenbahnlinie unterbrochen ist, kann er halt schon mal keine Truppen mehr hier runterziehen. Dann ist das hier schon mal gestorben. Und dann muss man mal gucken, ob man. Die geben halt alle so nix.
Genauso wie diese komische Versorgung von 1. Ich hoffe mal. 1. So, bis dahin komme ich zurück. Da habe ich eine Versorgung von 3. Wüstenfeld gibt, glaube ich, was hat das denn? Bewegungsabzüge. Bewegungskosten plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott. Ja. Und dann steht hier irgendwo einer. Der Versorgung von 5. Aber schauen wir mal. So. Diese Runde war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr erfolgreich, besonders mit dem Russland-Feldzug. Das wird sich auf jeden Fall gleich rausstellen, ob das jetzt ein guter Schachfeldzug war oder nicht. So, ihr bleibt da. Die neue Einheiten kann ich setzen, das Schlachtschiff. Oh, gehst mal nach da. Du könntest eigentlich theoretisch mal Truppentransport. Yep. So. Mal Antwerpen einfach mal sichern. Nicht, dass da irgendwo mal jemand auf die dumme Idee kommt. Und da irgendwo mal zu landen. So. Das Jagdflug wird noch verstärkt und jetzt wird fleißig eingekauft. So, erstmal Forschung mit Großbritannien. Grabkriegsführung ist am Ding. Luftkriegforschung wurde erforscht. So, Erdkampfwaffen werden wir. So, Infanteriekrieg nochmal einen dazu. Jetzt haben wir noch 224. Die können wir Erdkampfwaffen auch nochmal einen dazu kriegen. Vielleicht kriegen wir das dann mal zu Ende geforscht. Jagdflugzeuge sind wir dabei. Luftkriegführung sind wir auch dabei. Führungskontrolle kommt jetzt nochmal ein Punkt hinein. Das habe ich nur 68 Punkte. Werde ich nochmal Luftkriegforschung machen, um einfach da nochmal ein bisschen. So, das war es hiermit. Der Franzose hat noch 55 Punkte. So, da wird nochmal Panzerkriegsführung nochmal einer reingesteckt. Dann sind wir auf Maximum und jetzt wird fleißig eingekauft. Mit 80 kann ich mir eine ganze Abteilung kaufen. Ja, werde ich auch mal tun. Die kann man sich dann irgendwo doch mal sich hinstellen. So, du gehst mal hier in den Hafen. Du fährst auch mal zurück in den Hafen. Und dann wird die neue Einheit. Oben mal gesetzt und eigentlich. Habe ich keine Ahnung, wie ich hier mal irgendwo dem Herr werden soll, dem Deutschen. Aber dann war's das. So, Russland hat noch 100. Was kann sich denn? Können uns noch eine Abteilung kaufen? Korkus 128. Oder wir können was forschen. Und zwar Grabenkrieg ist schon Maximum und sonst haben wir. Sonst lohnt sich eigentlich nichts mehr. Also, abwarten. Sparen wir uns das Geld. Mal gucken, was wir in der nächsten Runde damit machen können. Gut, dann
Ah, der Amerikaner kann noch. Kann da noch mal einen Punkt einsetzen, hat schon 48 Punkte. Also ich glaube nicht, dass der noch irgendwo jetzt in den Krieg hineinkommt. So, du hast geschossen, das heißt, du kannst eh nichts mehr machen. Du bleibst da. Und dann Ende. Nein, Moment. Wenn hier der Rebell ist, gehe ich mir mal Casablanca holen. Du kannst dich nicht verschanzen. Dich habe ich gemacht. Bodendeckung von 2. Ja. Ein ganzes 0 zu 0. Aber bleiben wir mal da. Bleiben wir mal so. So, dann wirklich mal kurz einen kleinen Überblick. Habe ich, lief sehr gut diese Runde, muss man sagen. Also ich bin mal gespannt, was er sagt, wenn er das sieht. Ja, der hat hier eine ganze Menge Truppen hin und her gezogen und ja, Russland macht nicht mehr lange, 22%. Obwohl wir jetzt, vielleicht kriegen wir ja ein bisschen Moral wieder. Alles klar, Zug beenden. Ja. So, der hat Nachschubmangel, ja, das ist mir klar. Österreich im Mosel, Verlust von Pola, ja. Uneingeschränktes Osmanische Reich sinkt am Verlust von Akaba, jawohl. So, die Dänen protestieren gegen die Verletzung ihrer Neutralität. Die USA protestieren gegen uneingeschränkten Seekrieg. So, hier wird mal ein bisschen der Hafen blockiert. Dann würden wir Sachen überfallen und wir kriegen Jagdflugzeug Stufe 3, das ist gut. Grabenkriegführung Stufe 3, das ist auch gut. Und Industrietechnologie wieder eine Stufe 4. Und Panzerentwicklung wird vorangetrieben, sehr gut. Und Führungskontrolle Stufe 3 und Luftkriegsführung Stufe 1. Und nochmal ein Grabenkrieg, nochmal ein bisschen mehr dazu. Und Fortschritte, okay. Das heißt, da haben wir wieder ein bisschen mehr Geld gemacht. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. So, da wird halt viel geplündert. Ja, ich habe die Anti-U-Boot-Technologie habe ich halt wirklich ignoriert. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir werden sehen. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Gucken. Wie gesagt, schaut mal Mr. West rein. Ich werde mir die Folge definitiv mal ansehen, was jetzt los ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.